Ja, der Randstein ist auch gesagt, jetzt gehe ich erst einmal eine halbe Stunde zu Fuß zum Bahnhof. Dann fahre ich mit der S-Bahn nach Minga für die Preußen München, für die Engländer Munich. Und ja, da bin ich schon in Traunstor und treffe mich mit Markus vom Kanal Bavarian Skypixels. Und dann sind wir halt miteinander ein bisschen durch Traunstor gezogen. Und wir haben ein paar Sachen gezeigt und ich habe viel fotografiert. Gefilmt habe ich fast gar nichts. Es geht ja nicht um mich, es geht ja nicht um Markus, es geht um die schönen Bilder. Traunstor, eine wunderschöne Stadt, Altstadt drin, rumgelaufen bin. Und es war ein schöner Tag mit Markus. Sage ich nochmal Dankeschön dafür. Hat mir einiges gezeigt, was ich vielleicht so nicht gefunden hätte. Was das Schöne an Traunstor ist, um Traunstor rum kommt aus dem Chiemgau, aus den Chiemgauer Alpen, kommt die Traun und die fließt richtig schön im Kreis östlich um Traunstor rum und geht dann weiter Richtung Osten und mündet dann in die Alz und die Alz halt dann irgendwo dann in Innrei. Also es ist eine wunderschöne Stätte zum Anschauen, herrlich zum Spazierenlaufen. Man kann außen rumgehen und später geht man dann innen rein, da tut man Kaffee trinken, tut man gut essen, ja, einen guten Schweinsbraten habe ich da gegessen. Ja. Und ja, ein bisschen Kirchenleiten gehört auch dazu. Da habe ich ein bisschen probiert zum Fotografieren, habe ich ein bisschen mit der Belichtungszeit gespielt gehabt. Und dann ja, das Heimatmuseum mit seinem Eingang, wo man gleich sieht, total windschief, krumm, buckelt. Man möchte es nicht glauben, wie schief das Ganze steht. Man kann es gar nicht so richtig zeigen im Foto. Wunderschöne Fassaden, die Altstadt, da die Kirche, hinten dran, dann erst recht hinter der Kirche. Wunderschöner Platz, sieht man jetzt mit dem Maibaum. Ja, da waren wir fast eineinhalb Stunden gesessen, geratscht, Pause gemacht, Schweinsbraten gegessen. Wunderherrlich. Ja, eigentlich gehört es in meine Serie rein, wunderherrlich schön. Ja, das ist. Dann ja, da ist der Markus, da spielt er sich mit seiner Nikon rum. Ja, mit der steht er immer noch ein kleines bisschen auf Kriegsfuß, glaube ich. Ja, Markus, ich möchte dir nichts nachsagen. Gell? Das ist aber, ja, ich habe auch so meine Probleme mit meiner Sony. Ja. Und ja, einfach ehrlich, der Kaffee, der super Kaffee und auch preislich, muss ich sagen. Jetzt sind wir selber drauf. Schöne Grüße nach Fürstenfeld. Ja, ja, kommen wir zurück, gell? Ja, Pirti, servus. Und da geht's schon wieder heim dann. Zug, der hat eine gute Stunde Verspätung gehabt, da war ein kleines Unglück zwischen Frau Lassing und Traunstor und da ist ein Ersatzzug gekommen und dann ist sie wieder heimgegangen und ja, am Ende stellt sich dann raus, es gibt doch tatsächlich den Mann im Mond, kann man meinen. Ja, und da sage ich Servus dann, pfiat's euch.